Willkommen zum ersten Video von Let's Trash Cruisen. Tja, Trash bedeutet nichts anderes als Müll und damit meine ich, es gibt Games, die, ja, ich zeige euch hier kurz das Nötigste, denn mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Option, ihr könnt hier mal schauen, was man alles einstellen kann, während ich noch rede. Ja, es gibt ja Spiele, die sind episch, die sind Meisterwerke. Und es gibt Games, von denen ich persönlich behaupten würde, die braucht es nicht. Und ich let's playe normalerweise oder mache nur Let's Test von Games, die ich mag, die wirklich toll sind. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die ich sagen würde, nee, das ist nix, das ist Quatsch. Aber es hat, ihr habt es verdient, so ein Spiel mal zu sehen. Ja, und, ja, was soll ich sagen? Bei Let's Trash, dieser neueren Kategorieart, werde ich das auch Let's testen, aber überwiegend schlecht über ein Spiel sprechen. Das ist nicht, weil ich dafür extra bezahlt würde oder so, denn meiner Meinung nach ist ein Let's Trash Game ein Game, das wirklich Trash Müll ist. Und ich meine damit nicht, dass ich Spiele mal bekommen habe, die ich nicht wollte so, überhaupt nicht. Also jeder, der mir mal ein Game gekauft hat, in meinem langen schon Leben, soll noch länger werden, keine Sorge. Ja, das ist natürlich nicht so gemeint, dass ich mich hier beschweren möchte, denn jedes Game, das ich bekommen habe oder gekauft habe, wollte ich ja. Hat toll ausgesehen auf dem Cover oder früher, Naivität oder was auch immer, aber es gibt eben Games. Tja, die sind nix. Ja, das schauen wir jetzt nicht. Und Cruisen, ich möchte das nur ganz kurz mal noch sagen, bevor ich hier weitermache. Ganz kurz. Cruisen ist ja eine bekannte Serie, gibt schon seit über 20 Jahren, damals mit Cruisen USA für das Nintendo 64, habe ich gesuchtet, war damals toll. Dann kam Cruisen World, habe ich nicht, das sei ähnlich wie der zweite Teil. Und jetzt, ihr habt es gesehen, 2007 oder 2008 kam dieses heraus, Cruisen. Ich habe es gesehen, habe gedacht, guter Preis, ja günstig. Ja. Und sagte mir, ja Cruisen ist die Marke, Cruisen mag ich. Habe es gekauft und dementsprechend, und das kam mir jetzt letztens wieder in den Sinn, dass ich das hatte und wollte es eigentlich nicht let's playen, auch nicht let's testen, weil es wirklich schön ist nur vom Cover her, aber wirklich sonst nichts. Und ich werde in diesem Video auch, wie gesagt, überwiegend negativ darüber reden, aber nicht weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil es nicht viel Gutes über ein solches Game zu sagen gibt. Hier kann man noch wählen, automatisch, wobei manuell ist einfach mit dem, ja, man spielt es ohnehin nur mit der Remote. Man kann oben, unten, Gangschaltung, automatisch ist eben ohne Schaltung, manuell. Ja, fängt ja schon gut an, oder? Aber wie gesagt, willkommen zu dieser Let's Trash-Reihe, dem ersten Video von Let's Trash. Und ja, probieren wir es aus. Ich war sehr, sehr unangenehm überrascht. Die Autos, ja, Toyota, Nissan, ein Firebird hat es sogar noch geschafft, Mitsubishi. Ja, ich habe das wirklich bisher keine 5 Minuten gespielt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es etwa seit 3-4 Jahren, aber ich habe es nie lang gespielt, denn es ist wirklich Mist. Es ist für die Tonne. Aber ich habe es verdient, das mal zu sehen. Ganz ehrlich, ja,
Aber wirklich, es ist nicht so, ich würde auch über ein God of War schlecht reden, wenn es schlecht wäre. Aber das Game ist wirklich, ja, noch die Farbe wählen kann man gar nicht. Doch, mit einem halben Jahr Verzögerung, gut. Dann kann man noch tunen? Nee, doch. Aber ob das was nützt? Ja. Gut, annehmen. Und jetzt werdet ihr, wenn ihr bisher dachtet, ja, war ich gar nicht so schlimm. Ja, schaut euch das Game jetzt richtig an. Ich bitte darum. Ihr werdet, ja. Nur zum Vorneweg, dieses Game erschien klar für die Wii. Das ist klar. Aber es erschien in der gleichen Ära wie, ja, Gran Turismo für PlayStation 2 oder Need for Speed Carbon für die Wii. Und diese Games sind der Hammer. Ja, wie habe ich Carbon gesuchtet? Ich habe das gesuchtet. Need for Speed Carbon habe ich gesuchtet. Und jetzt schaut euch dieses an. Ja. Ja. Die 90er lassen grüßen. Meine Fresse. Gut. Aber wie gesagt, denkt euch Need for Speed Carbon. Denkt euch, ja, wenigstens für die PlayStation 2. Gran Turismo. Aber das hier, ja, Kollisionsabfrage, das ist mal was anderes. Aber ja, und ja, man kann die Wände förmlich hineinrasen oder ja, gute Partikeleffekte. Aber nee, wirklich, ich habe ja schon vieles gespielt, auch Burnout, und da sieht ja das, ich meine, der erste Teil von Burnout sah dagegen aus wie, ja, und ich mag Burnout, also ich sage nichts gegen Burnout, ich mag Burnout, wäre auch mal ein gutes Let's Play oder Let's Test. Aber das hier, ja, ihr seht es selbst. Es ist ja, als hätte man ein Game für 1995, für das Super Nintendo, die Nintendo 64, ja, nicht noch aus der Schublade geholt, irgendwie noch kurz fertiggestellt und auf die Wii geklatscht. Ja, also, wer denkt, ja, und ja, gut, die Steuerung ist ja. Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, mit B würde man noch die Musik wechseln. Die habe ich sowieso fast stumm. Ja, es ist alles schön und nice, aber ach, macht euch einfach selbst ein Bild. Macht euch selbst ein Bild von diesem Game. Ja, die fliegen hier wie Jumbo Jets. Oder wie Kampfflieger. Oder ja. Nee, wirklich, ich würde wirklich das Let's testen oder Let's playen, wenn es denn gut wäre. Aber es ist ja so, ja, ich habe auch Nitro, hallo. Aber es ist so wirklich, es ist Schott. Und ich habe das aus meinem eigenen Sach gezahlt. Eigene Geldbörse, will ich sagen. Ich dachte, Cruisen, okay, nach 20 Jahren bringt mal wieder einen Cruisen heraus. Es heißt ja nur Cruisen. Ja, ich heiße Ben. Oh Mann. Wie viele Buchstaben habe ich hier denn? Zum Einfügen. Ja. Okay, das war schon mal der Arcade Mode. Ja, ich weiß nicht, wie lange. Ich habe mir hier nicht vorgenommen, ewig zu spielen. Vielleicht eine Stunde, vielleicht. Ja, das wird keine halbe Stunde dauern, wahrscheinlich. Eine halbe Stunde Minimum habe ich mir vor. Ja, Beat, wer ist denn das? Team Paolo? Hä? Wer war denn da dran? Aber okay, wie gesagt, das habe ich gekauft dazumal. Ich sah das wirklich im Laden. Cruisen, ja, Cruisen, habe ich gute Erinnerung, habe ich gekauft. Aber das, ja, ich mache die Meisterschaft. Aber wirklich. Ihr müsst auch, also ihr könnt ihr natürlich Daumen hoch geben im YouTube, ist ja klar. Aber das rechne ich euch nicht an, dass ihr das Spiel mögt. Es ist ganz klar. Ihr bewertet ja in erster Linie die Qualität, die Aufnahme, die ich euch gemacht habe. Das sehe ich als Bewertung. Und das Spiel natürlich auch, wenn es ein Let's Test oder ein Let's Play ist, ist es natürlich das Spiel gemeint. Aber hier, Let's Trashen, wenn ihr hier Daumen hoch gebt, ich weiß, das ist nicht auf das Spiel gemeint.
Keine Sorge. Oh Mann, aber wirklich. Ja, habe ich schon was freigespielt? Bei, ja, was? Ja, noch massig freizuspielen. Oh, wir haben ein neues Auto. Ein Pontiac GTO. Ja, das wird doch gleich benutzt. Rote Farbe, gut, gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Wir machen die Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie viel ich hier zocke. Ja, mal schauen. Oh, jetzt habe ich. Jetzt habe ich. Ach, ich hätte nur mit den Richtungstasten. Okay. Und auch der Ladebildschirm ewig für. Ja, für 2007, 2000. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Ja. Aber wirklich, als hätte man ein Game von 1995 kurz fertig gemacht. Das nichts überarbeitet groß, wirklich. Ich meine, ich hab ja schon viele Games gespielt für alle möglichen Konsolen. Aber wirklich, dieses Game, ja, mir fiel die Kinnlade so herunter, das hat schon eingeschlagen auf dem Boden. Das hat man in China gehört. Oder in Australien. Ja. Ja, wunderbar. Alles. Ja, ist sogar noch ein Typ dabei. Ja, hallo. Mein lieber Beitrag aus den 90ern. Meine Fresse. Ja gut, die Grafik, ja, aber wirklich. Wenn man bedenkt, dass auf der Wii möglich ist, wäre noch. Ich meine, klar, es ist nicht jedes Spiel. Ja, ich meine, ja, was will ich sagen? Kennt jemand Dead Rising? Job till you drop, das habe ich auch. Das könnte ich auch mal let's trashen, wenn ich schon dabei bin. Aber wirklich, es gibt so Games. Ja, da fallen mir keine Worte mehr ein. Und dieses Game ist ein Paradebeispiel. Na gut, Spielbarkeit in aller Ehren, aber es ist so surreal, es ist so. Eben, es ist. Trash, es ist in meinen Augen Müll. Ich gebe auch keine Bewertung ab. Nee, nee. Aber wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit Need for Speed Carbon für die Wii erschien. Ja, ich meine Need for Speed Pro Street. Kennt sicher jemand. Habe ich auch auf Wii. Und das ist ja auch nicht der Burner. Aber das hier. Und dabei war Need for Speed Carbon nach Pro Street, glaube ich, kam doch das heraus. Oder vorher? Ja, keine Ahnung mehr. Muss mal nachschauen. Aber wirklich, das ist Trash. Das hier ist Trash. Kann das nicht anders sagen. Gut, hätte eine Abkürzung. Gibt es hier eigentlich auch eine Streckenkarte oder was? Weiß das jemand? Ich habe nichts in der Menüsteuerung gesehen. Ich habe nichts in den Optionen gesehen. Mal schauen aber. Tja, ich denke, ihr seid da auch meiner Meinung, wenn ich sage, dieses Spiel kommt eine eigene, wir bekommen eine eigene Kategorie für diese Games. Und ja, das ist doch verständlich. Das würde ich nie let's testen, wenn es nicht sein muss. Oder let's playen gar. Ja. Pimp ich den auf? Nee. Nee, nee, den pimp ich nicht auf. Das ist doch schade um das Geld. Oh Mann. Ach komm, annehmen. Fertig. Weiter. Ja, so lange am Stück habe ich das nie gezockt. Wirklich, 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 wirklich. Na, irgendwann ist es auch noch geladen. Race Wars! Wow! Das sieht ja schon aus wie im besten PlayStation 2 Zeiten. Ich meine, es hat ja nicht jedes Game die gleiche liebevolle Entwicklung durchlebt wie ein Mario Galaxy oder God of War oder geschweige denn Final Fantasy, aber wirklich, wirklich gut, ich habe keine 50 Euro für dieses Game geblecht, das würde ich auch nicht tun, aber mein Gott. Ach ja, es ist einfach toll. Diese Mädels am Straßenrand. Gut, dazu sage ich jetzt nichts von Mädels am Straßenrand. Die waren ja auf der Straße mitten drauf.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne Wii Rally für die PlayStation. Ich hab den voll weggebasht. Ich wär bekloppt. Jetzt will ich mal schauen. Nee, da gibt's kein Menü. Kann ich da nichts? Kann ich da nichts? Keine Streckenkarte? Schmeiß mich weg. Leute von heute. Oh Gott, ich hätte ja so, wäre ich zum Mond geflogen über die Rampe. Oh Mann. Ja, ich habe ja Wii Rally gezockt. Das habe ich ja auch für die PlayStation. Und das hat ja mehr Realismus. Gut, das muss ja. Ich will damit nicht sagen, dass jedes Game realitätsnah sein muss. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber hallo. Aber hallo. Ich meine, ich spreche von der Qualität, nicht von dem Realismus. Ja, Realismus, hallo. Grand Theft Auto. Ich schaff den Sprung nicht. Ich schaff den Sprung nicht. Ich bin nicht der Einzige. Ja, wenn man einen Film schaut und boah, voll in die Luft geflogen und sagt, ja, diesen Film kann man nicht so ernst nehmen. Ist zwar viel Budget drin und alles, dann nennt man so einen Film B-Movie und im schlimmsten Fall Trash. Und ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, dieses Game ist, macht dem Titel Trash alle Ehre. Gut, wenn jetzt das Video von YouTube blockiert wird, von den Machern, die darauf aufmerksam werden oder was auch immer, wenn das gesperrt wird oder sonst irgendwie was, kein Ton oder was auch immer. Ja, ist mir egal. Das ist mir egal. Denn das habt ihr verdient zu erfahren, wie solche Spiele sind. Ja, ich meine gut, Banjo-Kazooie, Schraube locker und so weiter. Es gibt ja viele Games für solche eine Kategorie, aber irgendwo muss man doch anfangen. Toll, ich bin ein Zweiter. Als ob ich das ernst nehmen würde, meine Güte. Ja, es gibt ja Weltmeisterschaften. Online-Gaming. Mit Cruisen, mit diesem Game. Nee, Quatsch. Ich verabreue euch nur. Entschuldigung. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Das Game hat nie wieder jemand gesehen. Ach ja, und warum habe ich mir gedacht, ich will jetzt trashen? Ein Game let's trashen. Momentan gibt es ja eine Schlagzeile nach der anderen über das E.T.-Game von über 20 Jahren. Von vor über 20 Jahren wurde Atari oder wer hat, Entschuldigung, wenn ich mich geirrt habe beim Namen, das Game zum Film E.T. Und jetzt haben sie danach gebuddelt, herausgegraben. Gut, ich persönlich habe es nicht. Ja, hallo, bist du auch wieder da? Ja. Und ich dachte, wenn schon alle über solche Trash-Games sprechen, ja, es war nicht der Anstoß, den ich wollte, den ich gebraucht habe, aber mir kam plötzlich dieses Game in den Sinn und sagte mir, nee, Let's Test wird daraus nicht, geschweige denn Let's Play. Ja, jetzt bin ich noch ein Super Truck geworden. Ja. Ach, das NOS kann man nur einmal gebrauchen oder was? Nee, dreimal. Gut. Aufladen auch? Nö. Ja, und dachte mir, dann gibt's eine neue Kategorie, in dem ich wirklich das Game über das Game herziehen kann, es schlecht reden kann, wenn ich will. Denn in Let's Test und Let's Play würde ich ja, wenn es nicht unbedingt wirklich so wäre, nie über ein Game schlecht reden. Ne, mache ich nicht. Aber das hier ist so ein Paradebeispiel für so eine neue Kategorie. Ja, das hat sich jetzt. Ihr seht, hinter den Häusern ist keine Stadt mehr vorhanden. Hier stehen nur Häuser und sonst nix. Kein Boden, sie sind. Ja. Oh Mann.
ich amüsiere mich. Ich amüsiere mich und ich will viel wetten, ja, ich schalte hier natürlich nicht mehr frei. Das könnt ihr vergessen, ich schalte hier nicht alle Autos und alle Strecken frei. Ja, man braucht nicht mal einen Rückwärtsgang. Meine Güte, ist doch nicht normal. Ja, ich mache hier einen Meisterschaftsmodus durch kurz diesen Part und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch komplizierter wird. Würde mich gar nicht wundern, wenn nicht. Ja. Oh, erster Platz. Ich werde bekloppt. Geht's weiter? Wie viele kommen da noch? Wiederholen? Nee. Nee, ja, ich bin sicher. Ja, ja. Gut. Machen wir noch ein paar Missionen. Ja. Das sind zwei Plätze. Aber war das alles? War das alles? Eine Meisterschaft bestimmt. Hä? War das alles Meisterschaft? Hallo? Nee, oder? Das schaue ich mir jetzt mal an. Das schaue ich. Habe ich neues Auto freigeschaltet? Na? Na? Das will ich wissen. Ist ein Skyline? Okay. Okay. Ja. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Anscheinend nicht. Aber ich mache hier nicht die Meisterschaft nochmal. Nee, 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 nee. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht nochmal mit. Nee. Ja, wenn das nach einem halben Jahr fertig geladen hat, machen wir doch noch ein paar Strecken, die sich vielleicht denken, die wir nicht gesehen haben. Ja, wie schaltet man eigentlich die Strecken frei? Habe ich mich gar nicht drauf geachtet. Ja, irgendwann ist es geladen. Irgendwann in naher Zukunft. Ja, die Musik fetzt. Hallo, kann ich auch mal Stopp drücken oder was? Ach, die Kamera. Hä? Hä? Ja, toll! Na toll, hier kann man schön in den Ausschnitt gucken, aber hallo, ich bleib mal so. Ich bleib mal so. Ich bleib mal so. Ja? Habt ihr euren Spaß? Oh, die ist eingefroren. Ja, du hast auch einen Push-Up, was? N verlassen, aber sicher. Okay, Einzelspieler, Arcade. Mal schauen, haben wir was Neues? Haben wir schon alle Strecken freigespielt? Nee, überhaupt nicht. Was haben wir denn noch? Hauptturnier? Malibu. Die nehmen... Hä? Was war denn das für eine Strecke? Malibu? Hatten wir die? Mal schauen. Okay, ich nehme den Toyota. Alles so in diesem, ja, Kuhstallgrün. Nee, nichts gegen Bauern, im Gegenteil. Boah, meine Güte. Ohne die Bauern und Farmer gäbe es unsere Welt nicht mehr. Unter anderem. Hä? Hatte ich diese Strecke schon? Irgendwie habe ich das mit dem Meisterschaftsmodus nicht ganz gerafft. Also ich habe ja schon Demo-Version von Games gespielt, die hat mehr Umfang. Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, yes. Könnt ihr ja meinen. Würde ich jetzt sagen in meinem Dialekt. Ja, den kann ich. Könnt ihr den auch? Hä? Hatten wir den schon? Ja, ja. Und was hier so rattert im Hintergrund ist die Wii. Ja, ich zocke ja auch Budokai Tenkaichi 3, aber die Wii, die rattert, als wollen sie die CD gleich verschreddern, was ich hier ehrlich gesagt auch gar keine Probleme damit hätte. Nee, die Schrecke kenne ich nicht. Die hatten wir nicht, oder? Habe ich gepennt?
Oder was? Oder war das Nacht? Ja gut. Was habe ich? Doch, 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 doch. Jetzt fällt mir wieder ein. Aber klar. Mann, ohne NOS geht hier nichts. Ja, ich habe ja mal gehört, Far Cry 1 für die Wii. Die Umsetzung, die war auch so grottenschlecht. Ja, das war ja dasselbe. Ich weiß einfach, das geht. Entschuldigung, das geht mir einfach nicht so in den Kopf. Warum werden manche Games, die auf PlayStation, Xbox, PC so liebevoll und so episch umgesetzt wurden, warum bekamen sie nur so eine Schrottportierung für die Wii? Ich meine, Resident Evil 4, also 4, gab es ja ursprünglich für den GameCube. Episch. Dann die Portierung auf PlayStation 2. Episch. Dann die Portierung für Computer. Ja, war schon etwas schrottig. Aber dann die Wii-Version. Absolut geil. Mit der Wiimote als ja, Laserpointer. Ja, wie habe ich die gesucht, die Version? Aber sonst muss man ganz ehrlich sagen, die Wii-Version von manchem Game, ja, das geht jetzt voll ins Wasser. Ja, ihr seid nett zu uns, ihr Entwickler. Aber wirklich, da fragt man sich, warum manche Games für die Wii so schlecht portiert werden. Tja, die halbe Stunde ist so ziemlich um, oder fast. Und ihr seid auch mir ganz sicher nicht böse, wenn ich jetzt mal sage, das Video ist hiermit, ja, am Ende. Daumen hoch, wenn ihr wollt. Ich bezeichne es nicht als Daumen hoch fürs Game, sondern fürs Video. Danke, dass ihr es euch überhaupt angetan habt, so ein Game zu schauen. Abonniert mich bitte und ja, ich finde sicher noch mehr Games, die ich besitze für solche Videos. Bis, ich sag das ganz vorsichtig, bis zum nächsten Mal. Tschüss.